In Krisenzeiten ist das Gewohnte nicht mehr da. Alles wird unvorhersehbar und unsicher. Und das stellt uns vor unerwartete und immer wieder neue Herausforderungen. Der normale Alltag und das normale Leben stehen auf dem Kopf. Und wir sind es gewohnt, alles unter Kontrolle zu haben. Wir mögen die Routine, die Vorhersehbarkeit und machen doch gerade jetzt die Erfahrungen von Unsicherheiten und Ängsten. Wir wollen dabei einen Weg finden, wie wir besser zurechtkommen können. Wie wir das, was jetzt ist, annehmen, so wie es jetzt nun mal ist. Und das sind derzeit die Unsicherheiten und die Unplanbarkeiten. Lass uns mit diesem Meditationsimpuls ergründen, wie wir gemeinsam dieses Annehmen üben können. Entdecke heute also auch wieder deine bevorzugte Meditationshaltung und richte es dir dort gemütlich und gut ein. Wenn du die Augen schließen möchtest, dann schließe sie gerne ganz sanft und weich. Spür in dich hinein. Spür die Erde unter dir und vertraue dich ihrem Halt und ihrer Kraft an. Lass dich von ihr tragen. Atme bewusst ein und bewusst aus, um darüber anzukommen und im Hier und Jetzt zu sein. Und dann lass die Atmung auf ganz natürliche Art und Weise kommen und gehen, sodass du wieder in den Modus kommst, geatmet zu werden, ebenso wie es jetzt aus dir selbst heraus geschieht. Es atmet dich. Bring dann die Aufmerksamkeit in deinen Körper, um zu fühlen, wie er sich mit der Atmung mitbewegt, wie er sich innerlich auffächert, wenn du einatmest und loslässt und eintaucht, wenn du ausatmest. Wie geht's deinem Körper jetzt? Gibt es etwas, das du besonders gut spüren kannst? Egal, ob das etwas Gutes oder weniger Gutes ist? Vielleicht gibt es etwas, das deine Aufmerksamkeit jetzt besonders bindet. Etwas, das du ganz bewusst und ganz bestimmt beobachten kannst. Nimm wahr, wie es jetzt ist und bewerte es nicht. Es geht nicht darum, dass jetzt alles perfekt ist. Es geht darum, zu spüren, wie es ist, wie es tatsächlich ist, jetzt in diesem Moment. Und was denkst du jetzt? Was geht dir durch den Kopf? Und wie fühlst du dich dabei? Komm auch hier in den Modus des Beobachtens. Beobachte es, ohne dich mit dem, was du beobachtest, verhaftet zu fühlen. Einfach nur beobachten. Ohne zu bewerten. Es ist, wie es ist. Und dann bring deine Aufmerksamkeit in den Bauchraum. Das ist die physische Mitte deines Körpers. Du kannst, wenn du magst, gern die Hände dort auflegen, vielleicht um den Bauchnabel herum. So sind jetzt deine Hände mit deinem Bauch verbunden.
Schick deine Atmung in diese Berührung der Hände hinein. Atme dort hinein und fühle, wie deine Hand sich bewegt. Fühle den Bauchraum, der sich im Einatmen ganz sanft ausdehnt. Und wie im Ausatmen die Bauchdecke sanft wieder zurückfließt und der Bauchnabel sich ganz wenig nach innen zurückzieht. Atme immer wieder in den Kontakt deiner Hände. Kannst du die Aufmerksamkeit und die Verbundenheit zu deiner Mitte bewahren, ganz gleich, was um dich herum geschieht? Wir nehmen gern die äußeren Eindrücke auf und reagieren mit Gedanken, Gefühlen, dem Körperbefinden oder der Atmung darauf. Doch wenn es uns gelingt, selbst zu bestimmen, was an uns heran darf, was uns wirklich erreichen darf und was nicht, dann machen wir die Erfahrung der inneren Sicherheit. Wir dürfen selbst bestimmen, was unser Innerstes wirklich berührt und was außen vor bleiben kann. Wenn also die äußere Welt unsicher ist und herausfordernd, dann müssen wir uns im Inneren nicht vollständig damit identifizieren. Gib der äußeren Welt die Möglichkeit, dass sie so sein darf, wie sie nun mal ist. Wir können es sowieso nicht verändern. Und kehr immer wieder in die innere eigene Sicherheit zurück. Wenn Geräusche oder andere Sinneseindrücke im Äußeren wahrnehmbar sind, dann spüre, ob es wirklich wichtig ist, ob es jetzt in diesem Moment dich erreichen darf. Und wenn nicht, dann komm immer wieder zurück in die innere Wahrnehmung. Wo spürst du das Gefühl von Sicherheit in dir? Vielleicht ist es der Bauchraum, vielleicht der Brustkorb, vielleicht der Kopf. Kannst du immer noch die Hände auf deinem Bauchraum spüren, den sanften und sicheren Kontakt zwischen ihnen und der Bauchdecke? Hier kannst du innere Ruhe, innere Kraft, Stabilität und Sicherheit entdecken. Entdecken, wie es dein Bauchraum einfach so aushält, die ganzen äußeren Unsicherheiten und die Haltlosigkeit zu ertragen. Dein Bauchraum ist deine körperliche Mitte, die immer da ist und die dir Stabilität verleiht. Es ist dein innerer und intuitiver Erfahrungsraum. All die Unsicherheiten und die negativen Gedanken und Gefühle sind nur im Kopf.
Du brauchst nur daran zu denken und zack, sind sie da. Wenn du hingegen wieder mit der Aufmerksamkeit in den Bauchraum zurückkehrst, dann kannst du fühlen. Fühlen und nicht denken. Sondern fühlen, wie es ist, Halt und Sicherheit zu erfahren. Und innerlich geborgen und zentriert zu sein. Spür, wie dein Atem den Bauchraum belebt und nährt. Dein Bauchraum muss nichts denken oder wissen, da er über seine tiefe innere Intuition ja bereits alles weiß. Es ist der Ort, an dem du selbst in dir ruhst, voller Vertrauen, voller Geborgenheit, voller Sicherheit. Es ist ein Raum, der dich einlädt, ganz da zu sein, ohne etwas zu wollen. Ein Raum des Vertrauens, welches tief in dir ruht. Damit ist dein Bauchraum ein wichtiger Gegenpol zu den Unsicherheiten und den Sorgen deines Kopfraumes. Nun so langsam wieder aus dieser Meditation aufzutauchen, bitte ich dich, tiefer durchzuatmen. Natürlich besonders gern in den Bauchraum. Spür seine Bewegungen, wenn du atmest. Spür die Struktur und die Ausmaße deines Körpers. Dann auch den äußeren Raum, der dich umgibt. Und komm langsam dort wieder an. Es ist ganz normal und auch natürlich, wenn sich dein Verstand gegen die tiefe innere Intuition wehrt, gegen das Nichtwissen und das nicht begreifen. Als müssten wir immer alles durchstrukturieren, bedenken, immer alles vorausplanen und immer alles wissen, um handeln zu können. Von diesem Gefühl dürfen wir uns lösen. Denn es ist die eigene innere Weisheit, die Intuition, und auch das Nichtwissen, das mindestens genauso wertvoll ist wie das Wissen und das Planen. Zu meditieren kann uns dabei unterstützen, um zu wissen, in welchen Situationen wir den Verstand gebrauchen müssen und in welchen Situationen uns die Intuition helfen und Sicherheit geben kann. In der nächsten Meditation werden wir uns dann dem Hier und Jetzt widmen. Ich danke dir, dass du heute ein Teil dieser Meditationspraxis warst und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin und alles Liebe.